Hallo, ich habe heute wieder Post bekommen von Vanessa. Das ist bestimmt wieder total coole Post. Tatsächlich habe ich heute hier einen Fred auf dem Schoß. Er hilft mir heute beim Auspacken. Ich bin total gespannt, aber vorab, ich habe das Video von der Chrissy gelöscht. Ich wurde darauf hingewiesen, danke nochmal, dass die letzten 10 Minuten irgendwie im Schnelldurchlauf waren und dann habe ich es gelöscht. Ich habe es auch irgendwie nicht mehr auf dem Handy. Ich lösche die dann danach immer, die Videos. Ja, ist jetzt so. Also mir war das auch total peinlich. Ich gucke mir meine Videos danach immer nie an. Ich glaube, das machen auch die wenigsten. Ja, tut mir leid. Aber das Wichtigste war ja, dass die Christi das sehen konnte. Und ich freue mich immer noch tierisch drüber. Über die coolen Sachen. Da hinten steht das Paket noch. Aber jetzt packen wir dieses mal aus. Ist nicht klein. Also ich meine sogar, das ist der Karton, den ich dir geschickt habe, gell? Schau, Tibia, alles gut. Jetzt bist du müde, gell? Jetzt haben sie gegessen und jetzt sind sie müde. Wie immer. Und ich werde es wahrscheinlich auch gleich wieder zum Gähnen anfangen, weil er gähnt oder schnarcht. Wo fangen wir an? tatsächlich wusste ich dann schon einen Teil. Das hat sie mir erzählt. Ho, ho, ho. Da ist ein Christbaum, dann würde ich sagen, das ist Weihnachten. Das darf ich erst Weihnachten auspacken. Oder? Ich nehme es jetzt mal an und lasse es da. Ich packe das jetzt mal Weihnachten erst aus. Aber es ist Post. Eine total süße Karte. Merry Christmas. Ich hoffe, ich darf es auspacken. Ja, hat sie gesagt. Liebe Gabi, hoffentlich gefällt dir das kleine Paket. Ich wünsche dir und deiner Familie wundervolle Feiertage. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr mal. Fühl dich gedrückt, deine Nessie. Und sie hat mal wieder so was Tolles reingemalt. Das Minty. Ich hoffe es auch. Also tatsächlich sind wir echt am Überlegen, ob wir auf die Nachtlichtcon nächstes Jahr am 11. Juli in Düsseldorf fahren. Das ist eine Ponycon. Und da hätten wir total Bock drauf. Die Karten gibt es nur im Dezember, meine ich. Und ich werde jetzt das Wochenende mit meinem Mann nochmal drüber reden. Aber ich denke schon, dass wir das machen. Erstens mal will ich sie total gern kennenlernen. Die ist zum Glück genauso bekloppt, dann passt es. Und wir sind beide Pony verrückt, was auch passt. Ja. Und die Con, es ist einfach mal eine Con in Deutschland. Das ist total cool. Guck mal. Auf Facebook könnt ihr das nachlesen, Nachtlichtcon. Ich glaube, die haben eine eigene Seite und da steht dann alles. Da ist auch ein Link, wie ihr an die Tickets kommt und. Ich glaube, ein Tagesticket kostet 20 Euro und da kriegt man dann noch so einen Beutel dazu. Und für 30 Euro kriegst du den Beutel mit Goodies noch dazu. Da ist was. Ich hoffe, ich darf es auspacken. Das ist der Judah. Für deinen Mann. Klar, der mag ja auch Star Wars. Also tatsächlich, ich finde ja Star Wars. Ja, jetzt fangt schon an. Ich finde Star Wars, und ich weiß, sie mag Star Wars. Wie drücke ich das milde aus? Also ich finde es kacke. Der Markus liebt es schon von Kind an. Ich finde es echt kacke. Aber diesen Baby-Yoda, den man jetzt überall sieht, der ist schon süß. Finde ich auch. Und mein Yoda guckt halt einfach mal süß aus irgendwie. Eine Mischung aus Schildkröte, Ninja Turtle und sonstiges irgendwie. Gebe ich ihm nahe, der schläft allerdings. Der hatte Nachtschicht und den habe ich heute den ganzen Tag irgendwie wach gehalten. Und jetzt pennt er. Auch gut. Dann ein süßes Tier. Eine Mizi. Ich kenne die wohl von AliExpress. Da habe ich die schon öfter gesehen. Die haben mit Sicherheit auch Namen. Die können ich aber nicht. Die haben mir alle irgendwie Namen. Ich kann das auch nicht lesen, was da steht. Made in China. Das kann ich lesen. Furio Copa. Nee.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die total süß. Süß. Ah, die ist süß. Das sagen meine Kinder jetzt bestimmt wieder. Darf ich dies haben? Nein, darfst du nicht. Vor allem die nicht. Pushin! Pushin! Das ist ein Geldbeutel. Ach, ist der süß. Den hänge ich mir, wenn wir ins Disneyland fahren im Februar, hin. Und dann darf der mit ins Disneyland. Pushin? Ist ein er, oder? Ich glaube, das ist ein Kater. Ich weiß es nicht. Ich finde Pushin so toll. Ich überlege mir echt, ob ich mir eine Pushin tätowieren lasse. Das ist einfach eine faule, fette Katze. Da wird Garfield jetzt auch gut dazu passen, aber den hätte ich ja theoretisch auch ganz gern. Ich bin ganz. Ich sehe da so tolle Sachen und würde da am liebsten. Ich nehme jetzt das, weil das guckt mich einfach an. Ich weiß nicht, wo du sowas findest. Tatsächlich habe ich das so noch nie gesehen. Ein Stationery, oder irgendwie so heißt das, Stationery Set. Mit 3D-Radierer, Lineal, Bleistift, Spitzer und Sticker. Die sind so süß. Ich liebe die Glücksbärchis und sie auch. Das ist der Vorteil. Die sind so niedlich. Ach Gott, ich bin so froh, dass ich da ein Tattoo habe von denen. Das wäre mir alles auch süß. Da würde man jetzt auch sagen, kriege ich das? Nein, kriegst du nicht. Und da ist so, sogar so ein Rätsel, wo man die Wörter finden muss. Da steht Sunshine. Das habe ich schon mal. Ka Kerbeer habe ich gefunden. Love. Ja, das glaube ich war's. Das wird es gewesen sein. Zumindest was ich lesen kann. Dem scheitert es ja hier immer. Danke sehen. Ach Gott, ich sehe noch mehr. Jetzt machen wir aber das auf. Das will ich ja auch sehen. Eine schöne Tüte. Mir ist ein Fingernagel abgebrochen und es tut scheiß weh. Und ich, Depp, habe jetzt auch noch die Schere da oben liegen lassen. Aber ich stehe jetzt nicht auf. Da bin ich jetzt echt zu faul. Ich guck mal nicht rein. Okay, das ist einmal Applejack. Applejack kennt je, zumindest die meisten kennen Applejack jetzt aus dem neuen, aus der neuen Serie, aus dem Film, wenn sie natürlich sowas gucken. Das sind G1 Baby-Bonnies. Sind die. Also, da fliegt das. Schaut mal, wie winzig das ist. Die sind so winzig. Die haben da ABC. Der Schönheitsfleck ist ABC. Die sind so süß. Mini. Mini. Und dieses Gesicht. Oh Gott. Und die Locken. Das ist bestimmt der Junge, oder? 89, da war ich 7. Und da habe ich immer noch mit Ponys gespielt. Da ist aber noch eins. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Das ist schon ein bisschen älter. Also vom Größenvergleich her, Baby, Kind. Auch ein total schönes Gesicht. Und hat Regenbogen mit Sternen. Die Haare sind auch toll. Sehr schön. Das ist 84, ja, da war ich 2. Jetzt guckt euch diese Gesicht an. Sind die nicht niedlich? Dankeschön. Ich liebe Ponys und ich bin so froh, dass du auch Ponys liebst. Das ist so schön. Dann, das wusste ich tatsächlich, sie hat sich da bei eBay so ein Lot bestellt. Das waren diese Fünflinge. Kennt ihr die noch? Also ich habe hier auch irgendwo was. Da kriegst du dann auch ab. Das war auch ein total günstiger Schnapper.
Die kennen bestimmt noch einige von euch. Das waren immer so Fünflinge und da gab es dann so 5 Flaschen, 5 Sitze und so. Die waren so niedlich und da ist ein Junge, ein Mädchen. Das ist der Junge. Sehr niedlich, also sehr niedlich. Und dann gab es die auch noch. Haar mit dunklen Haaren und braunen Augen. Quinz irgendwie so hießen die. Einmal das Mädel und der Junge. Total süß. Da hat sie mir tatsächlich erzählt, dass sie mir das mit einpackt. Total süß. Was sind die niedlich? 2 so Säckchen. Und da, weil ich es jetzt gerade sehe, die hatten dann auch so Windeln. Seht ihr das? Sehr süß. Also sehr, sehr süß. Finde ich schon. Da ist auch noch ein Kärtchen für deine Kids. Für die Kids, genau. Tue ich mal auf die Seite. Kriegen dann die Mädels. Wir sind noch nicht fertig. Da ist noch Glücksbärchis. Das sind Malbücher, oder? Also nur mal so nebenbei. Der Pfurz war von meinem Hund, falls den jemand gehört hat. Nicht von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt er war oder ob das sie war. Babybär, hast du gepfurzt? Schatzi, hast du gepfurzert? Der kann so blöd schauen, oder? Was machst du? Ich glaube, er hat gepfurzt. Das sind Malbücher. Die sind so süß. Da hinten. Schatz, der da ist doch niedlich. Der. Oh, sind die schön. Und Sticker sind da drin. Ja, genau. 4 Malstifte, 4 Malhefte und 4 Stickerbögen. Mhm. Oh Gott, ist das süß. Ist das süß. Mhm. Den Grumpy Bär habe ich tätowiert und den Regenbogenbär habe ich auch tätowiert. Und den da auch. Oder? Müsste ich eigentlich mal gucken. Ja, den auch. Dann ein kleines Pony-Magazin. Weihnachtsedition, die Weihnachtshochzeit. Das ist ein Comic. Meine Fresse, warum gibst du das ab? Oh, ist das süß. Guckt mal. Ist das toll? Von 88 ist das. Das Heft. Und das hat damals 2,80 Euro gekostet, was echt teuer war. Wenn man mal überlegt. Da sind auch Geschichten drinnen. Ach, Baby Zitrönchen, Baby Blümchen. Das ist das Haus. Das. Wir sind ja momentan ein bisschen am Gucken. Auf eBay gibt es das zum Sofortkauf für 40 Euro. Also, es sieht sehr komplett aus. Sie ist wirklich am Überlegen, ob sie das macht. Und ich bin tatsächlich auch am Überlegen, auch wenn ich es habe. Weil es halt komplett ist. Jetzt muss ich mal gucken. Aber da sind auch die Babys. Baby Kirschblüte, Baby Hopsi, Baby Zitrönchen und Baby Blümchen. Und wo Baby Blümchen jetzt zum Beispiel steht, ihr findet mich oft am Strand, weil ich dort ständig auf der Suche nach schönen Muscheln bin. Mit meinem Zauberhorn verwandle ich sie dann in glitzernde Juwelen. Daraus fertige ich meistens kleine Schmuckstücke für all meine Freunde, die sich stets sehr darüber freuen. So ist Babyblümchen. Babyblümchen ist die mit dem Horn. Und Babyzitrönchen. Ich stromere gern das ganze Land. Dabei habe ich die Bekanntschaft von vielen Tieren, Zwergen, Feen und was es sonst noch alles gibt im Ponyland gemacht.
Oft besuche ich meine Freunde und wir halten dann ein gemütliches Schwätzchen miteinander. Manchmal vergesse ich vor lauter Erzählen die Zeit und komme dann zu spät nach Hause. Oh je. So ist Baby Zitrönchen, jetzt wisst ihr Bescheid. Dann ist da, oh, da ist ein Pony. Pony, sag ich, ein Poster drin. Gott. Da ist mal ein Teil vom Poster. Ich glaube, das da unten soll der Spike sein. Könnte ich mir vorstellen. Sehr schön. Ein großes Poster, aber das lasse ich drin. Ich heiße Wirbelwind und fliege durch die Lüfte. Willst du meine Pony-Mami sein? Die fand ich ja als Kind schon so toll. Das waren diese Ponys mit die Flügel. Ich finde die so toll. Aber die sind so teuer. Die haben ja einen Schatten zum Teil, was die verlangen. 6-mal pro Woche jetzt im Fernsehen in Bim Bambino auf Tele5. Oh Gott, das waren noch Zeiten. Genau, das müsste das Schloss sein oder so, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall finde ich das auch total cool mit Pool und so, aber das ist auch unbezahlbar. Also das kann ja kein Mensch mehr bezahlen heutzutage. Und dann willst du ja noch relativ gut erhalten haben, das Ganze. Und da geht es jetzt wieder weiter mit einem Comic. Ja, und da müsste ich, da sind dann diese selbstgemalten Bilder von Kindern. Ich habe da ganz oft auch was hingeschickt, aber ich wurde nie gedruckt oder so. Wahrscheinlich war ich nicht gut genug. Keine Ahnung. Da gab es sogar einen Kalender drinnen. In der nächsten Ausgabe dann. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und die Weihnachtshochzeit ist es cool. Oh, ich freue mich damit. Preis ausschreiben. Extra großes Weihnachtsposter. Und es ist noch was drinnen. Wo hast du das her? Retro Coloring Adventure. My Little Pony Retro Edition. Retro. Machen wir mal da. Seht ihr? Ja. Oh, schön. Vielleicht ist da Minty auch drin, bestimmt. Oh, das ist so toll. Also echt schön, wirklich. Tada. So was wäre auch als Tattoo schön. Tattoos gehen ja eh generell immer. Sehr schön, sehr schön. Das werde ich aber tatsächlich dann Weihnachten aufmachen, wenn da schon Ho, Ho, Ho steht. Ich traue mich gar nicht, das jetzt aufzumachen. Obwohl ich gern will. Da halte ich mit dir nochmal Rücksprache. Und wenn ich schon auspacken darf, dann poste ich es auf Instagram. Vanessa, du Bekloppte, du. Was soll ich sagen? Ich finde mega cool. Ich freue mich tierisch. Ja, was soll ich sagen? Ich bespreche das jetzt noch mit meinem Mann, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir zwar nächstes Jahr die PonyCon in Düsseldorf uns sicher machen und ich dann zu dir eier, aber mit dem Zug. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Flohmarkt. Das wäre was, wenn es nur in Holland ist. Mein Holland ist ja von dir, glaube ich, nicht so weit weg. Dann stiefel mal nach Holland rüber und vielleicht ist er da was. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es kommt jetzt dann wieder die Vernasche die Weltbox. Ich glaube, dieses Jahr ist es nicht dieses Jahr, sondern dieses Mal ist es Special Edition die beliebtesten Süßigkeiten vom ganzen Jahr. Irgendwie so, glaube ich, haben sie geschrieben. Auch ganz cool. Gucken wir mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes drittes Adventswochenende. Bald ist Weihnachten.
und wir sehen uns. Adios, ciao.